Hey an alle, ich hoffe euch geht's gut. Heute geht's ab. Wir schauen uns die neuen Survival-Spiele an, die 2024 erscheinen sollen. Und Junge, sieht das nach einem guten Jahr für Survival-Gamer aus oder was? Ja! So viele krasse Überlebensspiele, auf die wir uns schon lange freuen und auf die viele auch schon lange gewartet haben. Los geht's direkt mit der Top 10 Liste der besten Survival-Games 2024. Direkt auf Platz 10 fangen wir an mit einem Kracher aus dem Hause Funcom, die berühmt wurden durch ihr Spiel Conan Exiles. Jetzt mit Dune Awakening, basierend auf den Geschichten der epischen Dune-Bücher, mit der ein oder anderen alternativen Storyline, damit man natürlich nicht vorher schon weiß, was genau alles passieren wird. Ich hätte Dune Awakening natürlich weiter vorne in die Liste ranken können, aber wir wissen halt kaum was über das Spiel, außer dass das, was wir bisher sehen können, nach einer atemberaubenden riesigen Spielwelt aussieht, mit einem Crafting-System, das wohl auch von Conan Exiles inspiriert wurde. Man muss schon sagen, das sieht bisher alles richtig gut aus, also die Höhlen hier, es gibt Berge, interessante Gebäude und andere wunderschöne Landschaften. Das alles sieht natürlich geil aus, aber wir hoffen auch, dass die Entwickler von Funcom uns 2024 das beste Dune Survival Spiel bringen werden, auf das wir alle warten. Auf Platz 9 haben wir The Relics, ein Survival-Horror-Sandbox-Game vom Indie-Solo-Entwickler Romain, der scheinbar tatsächlich nur eine einzige Person sein soll, und das sieht nach einem sehr ambitionierten und vielversprechenden Survival-Spiel für 2024 aus. Und durch Unreal Engine 5 sieht das Ganze auch grafisch ansprechend aus. Das Ganze ist ein Single- und Multiplayer-Game, das sehr stark von The Forest inspiriert wurde, wie man sehen kann, nur dass man hier scheinbar die Welt nach einer Apokalypse wieder aufbauen muss, und es gibt hier extrem viel zu tun in diesem Survival-Spiel. Es geht halt auch nicht nur darum, Survival-Aspekte zu befriedigen, sondern auch extrem bizarre, gruselige Kreaturen zu bekämpfen. Man kann seine Basis scheinbar überall, wo man möchte, aufbauen und das Ganze auch mit Wasserfilteranlagen, Solarpanels und vielem mehr versehen. Das hört sich interessant an. Und man kann natürlich auch hier Holz, Eisen etc. abbauen, wie in einem guten Survival-Spiel zu erwarten. Zudem gibt es scheinbar auch in bestimmten Gegenden Radioaktivität, und neben den Kreaturen, die hier rumrennen, sind da scheinbar auch feindselige Menschen, um die man sich kümmern muss. Alles in allem sieht The Relics super interessant aus, hab das auch schon eine Weile auf dem Schirm und hoffe, dass das Spiel am Ende auch die Erwartungen für eines der besten Survival-Spiele 2024 erfüllen wird. Auf dem 8. Platz der besten Survival-Spiele für 2024 haben wir Road to Vostok, eines der Spiele, das ich kaum erwarten kann, da es wohl das realistischste und härteste Survival-Spiel auf unserer Liste sein könnte. Auch die Waffenhandhabung, Survival-Mechaniken, ein komplexes Gesundheits- und Krankheitssystem und so weiter hatten alle den Fokus darauf, so realistisch wie möglich zu werden. Man muss außerdem viele Komponenten für Waffen und allgemein zum Überleben finden, was dem Survival-Game nochmal zusätzliche Tiefe verleiht. Und wenn man manche Sachen einfach nicht finden kann, gibt es scheinbar auch Ingame-Trader, die einem das Zeug verkaufen können. Und grafisch sieht das Ganze mittlerweile auch ziemlich gut aus. Road to Vostok findet an der Grenze von Russland zu Finnland statt und die Karte basiert auf vielen individuellen Karten, die wiederum auf echten Orten basieren, was man hier auch sehen kann, also es sieht echt aus wie echt, ne? Und jede Karte hat ein anderes Schwierigkeitslevel. Die Schwierigkeit wird immer dann erhöht, je näher man nach Osten auf der Road to Vostok entlang geht. Macht Sinn, oder? Das hört sich so ähnlich an wie bei Stalker. Wer mehr Infos zu dem Spiel möchte, kann auch beim Road to Vostok YouTube-Channel vorbeischauen, bei dem es detaillierte Devlogs gibt, die ziemlich interessant zum Anschauen sind. Denn durch das ganze Unity-Drama wird die Engine zu Godot geändert und das könnt ihr da alles verfolgen. Der 7. Platz geht an Rooted, das wohl grafisch ansprechendste neue Survival Game für 2024 in der Liste. Also kommt Leute, das sieht wirklich mega geil aus. Rooted findet nach einem bakteriologischen Krieg statt im Jahr 2100, also auch hier ganz klar, postapokalyptisches Setting ist halt irgendwie auch das coolste Thema. Außerdem gibt's auch hier viele Devlogs, was Vertrauen vom Entwickler schafft, der hier echt super transparent ist und uns auf dem Laufenden hält über die Welt, die nach 60 Jahren Krieg kaum noch von Menschen besiedelt wird und somit von der Natur wieder zurückerobert wird, deshalb auch Rooted. Die ganze Welt erinnert auch ein bisschen an The Last of Us. Es gibt scheinbar viele Gebiete im Spiel, die mehr oder weniger sicher sind, allerdings sind Städte und urbane Gegenden immer noch sehr gefährlich durch die Biowaffen, wodurch man sich dann dementsprechend dagegen schützen muss, bevor man dort sein Unwesen treibt. Zudem kann man mit der Zeit natürlich auch neue Items und Gegenden freischalten und es gibt bestimmte Events im Game, die einem mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Was ich besonders cool finde hier ist, dass man auch im Koop-Modus mit einem Freund zusammenspielen kann, was Survival nicht nur ein bisschen einfacher macht, sondern natürlich auch in den meisten Fällen auch ein bisschen mehr Spaß bringt. Wie sieht's bei euch aus? Steht Rooted auf eurer Most Wanted Survival-Spielliste? Schreibt's unten rein.
Auf dem sechsten Platz haben wir Vayne, das nicht nur vielversprechend klingende, sondern auch ziemlich einzigartige Survival-Game, das hoffentlich 2024 erscheinen wird. Hier gibt's Base-Building, Looting und Crafting, so ziemlich im 7 Days to Die-Style, was ich ziemlich geil finde. Und das Ganze auch noch kombiniert mit der unglaublich großen Auswahl und Komplexität von Project Zomboid, also eine super Mischung. Man muss auch hier natürlich Ressourcen sammeln, Gebäude erkunden und gegen Zombies und Banditen kämpfen. Hierzu kann man zum Beispiel auch Häuser verbarrikadieren, um sich eine bessere Basis zu bauen. Das Einzigartige an diesem Spiel ist, dass man seinem Charakter zum Beispiel personalisierte Eigenschaften geben kann, die Vor- und Nachteile bringen. Man kann zum Beispiel einen Veganer erstellen, ohne Mist jetzt, der kann dann halt kein Fleisch essen. Aber auch die gesamte Spielwelt entwickelt sich mit der Zeit. Je länger man spielt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Event stattfindet, das dann zum Beispiel die gesamte Welt ein bisschen verändert und natürlich auch ein bisschen schwerer macht. Dadurch werden zum Beispiel neue Gefahren und Möglichkeiten geboten. Außerdem hat Vayne eine intelligente künstliche Intelligenz für die Gegner im Spiel, die euch somit hören, sehen und sogar riechen können, was das ganze Survival-Spiel natürlich sehr interessant und gefährlich gestaltet, aber natürlich auch realistischer macht. Man kann jagen, sammeln und kochen und der Survival-Aspekt wird hier wirklich groß geschrieben. Essen und Trinken soll wirklich sehr wichtig fürs Überleben sein. Also für mich sieht Vayne nach einem sehr guten Survival-Spiel für 2024 aus, aber was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und da sind wir auch schon in der zweiten Hälfte der Liste mit Platz Nummer 5. Hier haben wir Renown. Das kann am besten als Mix zwischen Rust, Bannerlord und Kingdom Come Deliverance beschrieben werden, also ein ziemlich krasser Mix. Mittelalter-Survival-Game, wo kann ich unterschreiben, also ich feiere das mega. Das Ganze auch noch in Unreal Engine 5, was ziemlich cool aussieht und ein Multiplayer-Survival-Spiel sein wird. Man fängt auch hier zum Glück ohne Rüstung und ohne Waffen an und muss erstmal Ressourcen sammeln, mit denen man sein ganzes Zeug dann craften kann und durch die man dann auch langsam sein Königreich aufbauen wird. Es gibt natürlich auch Survival-Elemente und der Name des Spiels Renown sagt auch schon, worum es geht. Du baust dein Königreich so groß, dass bald jeder deinen Namen kennt. Es geht allerdings nicht nur um Survival, wie im Mittelalter üblich gibt es viele Kämpfe und du musst dir dann einen Namen machen und so viele Kämpfe wie möglich gewinnen. Und ganz wie bei Kingdom Come Deliverance soll das Kampfsystem einfach zu lernen, aber hart zu meistern sein. Wer eine Challenge sucht, ist hier also richtig. Man kann zudem nicht nur eine kleine Farm, sondern auch große Festungen bauen. Zudem hat das Spiel einen guten Fokus auf Pferde und Kavalleriekämpfe, was dem Survival-Spiel nochmal extra Tiefe gibt. Dieses Multiplayer-Spiel möchte außerdem, dass ihr quasi Clans bildet und euch so zusammen neue Ränge und Ländereien erspielt. Außerdem kann man Server personalisieren, sodass es von Server zu Server unterschiedliche Spielmodi geben kann. Hört sich auf jeden Fall fantastisch an und wir werden sehen, was 2024 uns mit diesem Survival-Spiel bringen wird. Also jetzt kommt ein krasses Spiel. Der vierte Platz der besten Survival-Spiele für 2024 geht an Stalker 2 Heart of Chernobyl. Wohl eines der meist erwartetsten Survival-Spiele und Shooter für 2024. Das ukrainische Entwicklerteam will uns hiermit ein weiteres Stalker-Meisterwerk zum Zocken liefern und wir können eigentlich nicht drauf warten, ne? Wir sind also auch hier wieder zurück in Chernobyl. Nachdem es eine weitere massive Explosion gab, gibt es hier mittlerweile krasse Mutanten, tödliche Anomalien und auch gegnerische Fraktionen, die euch an den Hals wollen. Das Spiel verspricht auch jetzt schon viel Action im Kampf um dieses 64 Quadratkilometer große radioaktiv verseuchte Gebiet, also es ist wirklich ein riesiges Open-World-Spiel. Es gibt viel zu sammeln und euren Rucksack bis oben hin voll zu stopfen und Kämpfe werden wohl spannender als je zuvor. Es gibt auch legendäre Mutanten und vieles mehr und ich kann ehrlich gesagt nicht mehr länger warten und würde Stalker 2 am liebsten heute schon spielen. Aber wie sieht's bei euch aus? Große Erwartungen an dieses legendäre Survival-Spiele-Franchise? So, jetzt geht's in die Top 3 Survival-Spiele für 2024. Auf dem dritten Platz haben wir Under a Rock. Mal was ganz anderes, zumindest vom Stil her. Das Ganze findet in einer echt cool aussehenden Expedition im 19. Jahrhundert statt. Es ist ein Open-World-Survival-Spiel, bei dem ihr theoretisch überall in dieser farbenfrohen, grafisch echt ansprechenden Welt eure Basis bauen könnt. Die Insel, auf der ihr hier lebt, wird von mysteriösen Kreaturen und teilweise auch lustig aussehenden Kreaturen bewohnt. Man kann auch diese seltsamen Tiere reiten, wodurch man natürlich schneller vorankommt. Es gibt überall interessante Ressourcen zu sammeln und alles in allem wirkt dieses Spiel super familienfreundlich und so, als ob ihr es auch mit Kindern spielen könnt. Man kann natürlich Sachen craften, man kann kochen, angeln und auch Gemüse und so weiter anbauen. Was besonders cool ist, ihr müsst kein gefährliches Leben leben. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr schön am Strand relaxt und halt einfach nur für Essen und Trinken sorgt oder die Einheimischen fertig macht und ein bisschen kämpfen geht. Und es gibt extrem viele Möglichkeiten, um eure Basis einzurichten, super viele Möbel, Konstruktionen und Gebäude, die man bauen kann. Das finde ich auch ziemlich cool. Alles in allem sieht das Survival-Spiel Under a Rock echt fantastisch aus. Tolle Grafik und Mechaniken. Ich bin gespannt.
Der zweite Platz geht an Nightingale, davon habt ihr bestimmt schon mal was gehört. Der Hype ist sowas von groß. Es ist ein einzigartiges Spiel mit einer tiefen und interessanten Geschichte, denn das Ganze findet im 19. Jahrhundert in einem alternativen Universum oder in einer alternativen Zeitlinie statt, in dem die Menschheit mit einer Spezies in Kontakt gekommen ist, die man als Fae kennt. Und diese mysteriösen Kreaturen kamen durch ein transdimensionales Portal, das mittlerweile allerdings zerstört ist. Und die Kreaturen, die nur auf Durchreise waren, sind jetzt gestrandet, halt wo sie zu dem Zeitpunkt waren. Und unsere Aufgabe ist es, das Portal zu reparieren und am Ende zurück in die mystische Stadt Nightingale zu kommen und auf dem Weg dahin die Geheimnisse zu lüften, die zur Zerstörung des Portalnetzwerks geführt haben. Und es gibt dermaßen viele Fae-Geheimnisse zu lüften, dass man da wahrscheinlich tagelang spielen kann. Man kann zusammen oder allein in dieser PvE-Welt spielen und verschiedene Welten besuchen, um die Balance wiederherzustellen. Um diese Portale zu öffnen, muss man allerdings Realm-Cards craften und je nachdem, welche Karten man dann benutzt, entscheidet darüber, wie die Welt aussieht, in die man danach eintritt. Um zu überleben, muss man natürlich auch normale Survival-Spielsachen machen, wie Essen kochen, Zeug sammeln und Shelter bauen. Das klingt alles super interessant, finde ich, mysteriös und neu, aber was haltet ihr davon? So, wir haben es geschafft und überlebt bis auf Platz Nummer 1 der besten Survival-Spiele in 2024. Der erste Platz für mich geht an Enshrouded. Vielleicht hast du das sogar schon mal gespielt, denn kürzlich war es die meistgespielte Demo auf Steam und danach wollte einfach jeder direkt die Vollversion haben, weil dieses Survival-Spiel sich so dermaßen gut anfühlt. Die Welt, in der ihr hier lebt, nennt sich Embervale und diese wird von der Pest heimgesucht namens Shroud. Unsere Vorfahren haben diese Pest freigesetzt bei ihrem Drang, unendliche Macht zu erlangen und wir versuchen das Ganze jetzt natürlich wieder umzukehren. Enshrouded vereint Crafting, Survival und Action-Rollenspielen in einem, was es natürlich nochmal extra interessant für verschiedenste Spieler macht. Was das Spiel auch super cool macht, ist, dass man die gesamte Spielwelt zerstören kann. Ich meine, wer liebt sowas nicht, das macht richtig Bock. Ihr müsst natürlich auch hier neues Equipment und Rohstoffe sammeln und ihr kämpft euch hier richtig durchs gesamte Terrain, um diese zu bekommen. Nicht nur Wälder, Höhlen und Dungeons, sondern noch viel mehr. Es gibt normale Gegner und auch epische, riesige Bosse, die teilweise ziemlich hart zu bezwingen sind und ihr könnt durch die Luft gleiten und vieles mehr. Es sieht einfach so gut aus und fühlt sich bei der Demo schon mega gut an. Enshrouded ist für mich das beste Survival-Spiel für 2024. Was ist euer Favorit? Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da und schickt das Video an eure Freunde.